Hi ihr Lieben, ich komme jetzt nicht vor euch, sondern ich bin schon da und ein kleines Tabak-Review für euch vorbereitet. Quatsch, ich bereite das gerade vor. Nein, ich mache es gerade. Ich habe schon vorbereitet, was ich so sagen könnte, was man erzählen könnte, weil es mit diesem Tabak-Review was Nettes auf sich hat. Auch hier gerade meine Big Ben Invention, die schöne hier. Die habe ich auch damals geraucht, in diesem Tabak hier. Das ist der Black and Elegant Vanille. Sieht so aus. Eine schöne schwarze Dose, sogar oben. Was ich witzig finde ist, sie sieht von oben aus wie so eine schwarze Buntlackdose, die man im Farbgeschäft kaufen kann. Ja. Ich lese mal gerade vor, worum es sich um diesen Tabak handelt. Jo, ich versuch's diesmal fehlerfrei. Eine Top-Mixtur mit einem süßen, hocharomatischen Vanille-Flavor. Ausgesuchte Black Cavendish und Burley-Tabake mit einem etwas Virginia geben dieser Mischung eine unverwechselbare, äußerst beliebte Geschmacksnote. Sanft und lieblich. Das ist er, der sanft und liebliche. Ja. Sanft und lieblich kann ich unterstreichen. Und die Vanillenote, ja, bei Vanilletabaken ist das immer so, es gibt wirklich, habe ich eigentlich schon mal einen gehabt, der wirklich nach Vanille riecht, so richtig, ja, der Black Vanilla, glaube ich, von McBaren, Vanilla Cream, nicht der Black Vanilla, sondern der Vanilla Cream Flake, der kriegt, glaube ich, so Vanilleduft, ist schon richtig gut hin. Hier ist es mehr so ein unterschwelliger, aber angenehmer Geruch. Ja, komme ich mal zu der Geschichte. Wir müssen uns jetzt in die Zeit zurücksetzen. Ungefähr so 3 Monate zurück, wo es ein starker Winter war. Und bei diesem starken Winter hatten wir sogar hier in Köln Probleme gehabt. Dass öfters Bahnen ausgefallen sind und Züge nicht richtig fuhren. Und ich musste auch ein bisschen längeren Weg zur Arbeit fahren. Und an diesem Tag kam ich von der Arbeit zurück. Und nach 5 Stationen hielt die Bahn an und sagten, ja, wir können leider im Moment nicht weiterfahren, müssen zu Fuß weitergehen. Gut, was willst du machen? Haben wir das getan. Bin ich ausgestiegen. Dann dachte ich, was machst du jetzt? Scheiß kalt draußen. Und dann 3 Kilometer jetzt zu Fuß gehen. Ich wollte eigentlich schnell wie möglich zum Neumarkt, weil da ist Pfeifentreffen immer, jeden Mittwoch. Und ist an diesem Tag halt ausgefallen, weil ich da nicht hingeschafft habe. Aber ich hatte meine Pfeife dabei gehabt und hatte eine Probe von diesem Black and Elegant gehabt. Den habe ich in die Pfeife getan und dachte, guck's mal, wie der schmeckt. Ne? Normalerweise bin ich ja nicht einer, der im Winter Pfeife raucht, weil dann läuft einem die Nase und da muss man immer stopfen. Die Nase, nee, das ist nicht so das Richtige für mich. Ich rauche lieber im Sommer im Park, auf der Parkbank oder auf dem Balkon, finde ich angenehmer. Gut. Muss ich halt zur Not, dachte ich mir, damit vielleicht der Weg jetzt nicht so lang vorkommt, rauchst du ein bisschen Pfeife, konzentrierst dich auf die Pfeife und so. Hat auch gut geklappt. Bin halt diese 3 Kilometer gegangen. War eine schöne Erfahrung für mich, weil ich auch normalerweise auch nicht so an der Straße gern mit der Pfeife entlang gehe, wo lauter Krach ist und die ganzen Autos. Mach das dann lieber in Ruhe. Aber diesmal hat mich die Pfeife sogar ein bisschen von dem Lärm abgelenkt. Kamen auch nette Blicke von Passanten entgegen, die so andeuten, dass es ein angenehmer Geruch ist. Fand ich schön. War eine schöne Erfahrung. Und dabei habe ich dann auch festgestellt, dass dieser Black and Elegant ein schöner Tabak ist. Und die Probe war natürlich dann weg. Und jetzt hat mir dann vor kurzem hier Thomas dann diese Dose geschickt mit ein paar anderen Proben. Und da möchte ich mich nochmal herzlich für bedanken, weil es hat mich sehr gefreut, dass genau der Tabak, den ich toll fand, und womit ich eigentlich ein sehr schönes Erlebnis verbinde, dass ich den dann plötzlich wieder in den Händen hielt. Ja, das war es eigentlich jetzt von mir. Wieder noch ein bisschen Schnee spazieren. Gott sei Dank ist er langsam weg. Beziehungsweise ist weg. Oder ist er noch irgendwo? Ja, irgendwo wird er noch sein. Ja, egal. Gut, ich danke fürs Zuhören. Ein bisschen viel geredet. War vielleicht unnütz zwischendurch. Aber ich habe es versucht, alles so in einen Video zu verbinden. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.